Hallo, liebes Hamburg. Ich freue mich, begrüßen zu dürfen zum dritten Mal in unserem Studio. Heute ist bei uns ein bekannter Gast, sehr bekannter Architekt Hadi Terani. So, hallo, liebe Hadi. Hallo, Elena. So, sagen Sie bitte, an welchem Projekt arbeiten Sie jetzt? Ja, im Moment arbeiten wir gerade an einem großen Wettbewerb in Wien. Und aktuell haben wir ungefähr 20 Projekte in Arbeit. Wo haben Sie Inspiration finden? Ja, die Inspiration kommt immer mit der Aufgabe und dem Grundstück, was ich dort finde. Und wenn ich das Grundstück mir angucke, sage ich immer, der Entwurf ist schon da, du musst ihn nur noch erkennen. Das heißt, die Inspiration steckt immer im Grundstück und in der Bauaufgabe. Und wir versuchen immer, Gebäude mit einem Mehrwert zu entwerfen. Und das ist das Emotionale. So, erzählen dann Sie bitte über Philosophie. Über ja, wenn Sie jetzt gucken, das Gebäude Dockland im Hafen, es sieht vom Weiten aus wie ein bisschen wie ein Schiff. Ja? Und es ist wie ein gelandetes Schiff in einem Dock. Und der Besucher kann das Schiff belaufen. Also es gibt eine große Freitreppe auf das Gebäude drauf, wo man beste Blick über Hamburg hat. Und dieses Gebäude schafft also eine Spannung, also in dem Genius Loci, zwischen Hafen, Wasser, Schiffen und der Perlenkette. Was inspiriert Sie für diese Dockland? Ja, es war so, ich habe an einer Stelle gebaut, wo man normalerweise nicht bauen darf. Das ist halb ins Wasser, in die Elbe rein. Und deswegen habe ich eben diese Form gewählt, diese Form eines Schiffes. Und wenn man sich genau die Stelle anguckt, sieht man, dass da drüber der Altonaer Balkon ist. Die meisten Leute sitzen dann abends auf dem Altonaer Balkon und gucken in den Hafen rein. Und das Gebäude steht jetzt rechts davor. Und es war immer die Frage natürlich von der Stadt, ob ich den Ausblick störe oder nicht. Ich habe gesagt, nein, der Ausblick wird schöner. Und da haben sie gesagt, ja, du bist ja ganz schön arrogant. Sag ich, nein, ich gebe euch wirklich einen schöneren Ausblick. Und da hat man gefragt, wie ich das machen will. Da habe ich gesagt, ich werde einen Platz nehmen, eine Piazza, und die auf das Bürogebäude legen. So kann jeder Besucher auf das Bürogebäude draufklettern. Und von da oben hat es die beste Aussicht. Erzählen Sie bitte über tanzende Türme. Was hat sich inspiriert für tanzende Türme? Haben Sie vielleicht einen Tanzkurs besucht? Nee, das mit Tanzen, die tanzenden Türme, die stehen direkt an der Reeperbahn Nummer 1. Also das erste Haus an der Reeperbahn. Und wenn man die Reeperbahn kennt, das ist das größte Vergnügungsviertel der Welt. Für viele im Ausland ist die Reeperbahn St. Pauli noch bekannter als Hamburg selbst. Aber auf der Reeperbahn stehen eigentlich nur Buden. Und die Schönheit kommt da abends durch die Lichter, durch die Lichtarchitektur und durch die ganzen Partys, die da stattfinden und dieses ganze Entertainment. Und an der Reeperbahn 1 gab es einen Mojo-Club. Und an dieser Stelle haben wir gebaut und haben also versucht, was kann man an diese Stelle hinbauen? Also habe ich mich durch die Reeperbahn bewegt und habe gesehen, da ist ein besonderer Move, ein Spirit. Und das haben wir umgesetzt in das Gebäude. Deswegen tanzen die Gebäude und sind zum Wahrzeichen von St. Pauli geworden. Und das funktioniert nachts wie auch tags, weil wir nachts haben wir eine besondere schöne Lichtarchitektur in der Fassade untergebracht. Jeder, der schon mal dort war, kann das erleben. Und ganz oben gibt es das Clouds, ein Restaurant mit einer großen Terrasse, wo man Blick über ganz Hamburg hat.
Und unten im Erdgeschoss auf dem Platz gehen zwei Treppen auf, wie so Sesam öffne dich. Und da kann man runtergehen in den Moja Club. Und, das haben Sie auch, das projektiert? Das habe ich auch entworfen. Und wie lange dauert Prozess, so Ja, der Prozess ist unterschiedlich. Also wenn wir, sag ich mal, ungestört arbeiten, brauchen wir ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr für die Planung, dann nochmal 3 Jahre fürs Bauen. Dann ist man in 3, 4 Jahren fertig im Prozess. Aber manchmal gibt es natürlich Diskussionen mit der Politik, mit der Stadt. Und dann kann sich das schon mal ein bisschen länger hinziehen. Hier hat es, glaube ich, 6, 7 Jahre gedauert. Und die Stadt ist freundlich für alle ungewöhnlichen Gebäude? Erstmal, wenn ich natürlich mit solchen ungewöhnlichen Gebäuden komme, dann guckt man noch mal ganz genau, was hat der schon wieder vor. Und dann gibt es natürlich viel Diskussion. Da sind dann viele, die begeistert sind. Aber es gibt auch viele, die Bedenken haben. Und da muss man den Ausgleich finden, dass man irgendwie alle mitnimmt, dann entsteht so ein Gebäude. Aber was ich nicht mache, ist Kompromisse. Also, dass man dann sagt, nee, mach dein Gebäude ein bisschen so, dann passt das für uns besser oder so, dann geht der Entwurf kaputt. Ne? Also, man muss schon konsequent eine Idee gut durcharbeiten, damit sie später auch ihren Effekt hat. Vielleicht können Sie etwas empfehlen, unsere kreative Talenten. Ja, denen kann ich was empfehlen. Also man muss immer versuchen, die Augen aufzuhalten. Man muss alle Eindrücke versuchen einzufangen. Und aus diesen Eindrücken muss man die Kraft ziehen, etwas Neues zu schöpfen. Und dazu ist aber wichtig, dass man wirklich gut sehen kann, dass man alles erkennt. Also nicht nur den Bauplatz, sondern auch sieht, auf St. Pauli ist Musik, da ist Party, da ist Entertainment. All das spielt rein. Wenn man das alles gefangen hat in seine Idee und dann auf einen Punkt bringt, dann kann man einen guten Entwurf machen. Also immer schön die Augen auf und alles sehen. Alles klar. Und möchte ich fragen, besuchen Sie vielleicht Theaterstück oder Operahaus oder Kunstausstellung? Weil unser nächstes Video über große Jubiläum der Kunsthalle. Der bedeutendste Museum Deutschlands feiert große Jubiläum. Wir haben heute das Jubiläumswochenende der Hamburger Kunsthalle. Gestern war der 150. Geburtstag. Also 1869 ist die Kunsthalle, dieses Gebäude, eröffnet worden. Die Architektur, die wir hier sehen, das ist ja diese italienische Neorenaissance. Das ist eben dieses Gründungsgebäude von 1869 von den Architekten Hude und Schirmacher errichtet. Das ist dann erweitert worden in den 80er Jahren und dann nochmal eine größere Erweiterung mit dem Muschelkalkbau. Das sehen wir jetzt nicht, das ist zum Bahnhof hin gelegen. Eine Architektur, die 1919 eröffnet worden ist. Das feiern wir auch. Also es ist ein 100-jähriges Geburtstag für diesen Gebäudeteil. Und dann kam in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts eben die Galerie der Gegenwart mit diesem Plateau hinzu. Und so hat sich die Kunsthalle immer weiterentwickelt. Dann kam noch 2016 eine Erweiterung dazu und auch wieder die Öffnung des historischen Treppenhauses mit den tollen Mitteln von der Dorit und Alexander Stiftung und den Mitteln der Stadt. Ich habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Jubiläumsausstellung Beständig kontrovers neu, Blicke auf 150 Jahre mitgearbeitet. Und habe mich dafür hauptsächlich mit dem Themenbereich der Öffentlichkeit beschäftigt. Da werden Rahmenbedingungen vorgestellt, die wir als Museum bieten können, um eine Öffentlichkeit zu schaffen. Wirklich besonders ist die Medienvielfalt in dieser Ausstellung. Wir haben ganz tolle Tondokumente ausgraben können. Also von Gustav Pauli zum Beispiel eine Rede von 1931, in der er
die Wünsche an die Kunst formuliert. Also das ist wirklich ein wichtiges Zeitdokument und es ist einfach toll, es macht Geschichte lebendig dadurch. Das früheste Filmdokument, das wir gefunden haben, ist von 1947, als die Kunsthalle nach dem Krieg wieder für die Bevölkerung geöffnet worden ist. Dort sieht man dann die Menschen, die Mitarbeiter, die Gemälde wieder in die Kabinette hineintragen sehen. Also das ist wirklich eine Medienvielfalt. Also man liest nicht nur, man sieht nicht nur Objekte, man kann sie hören, man kann sie sehen. Das ist wirklich sehr spannend und nicht nur das Historische. Wir haben auch in einem kleinen Kinoraum unterschiedlichste Formate auch zu zeigen. Zum Beispiel eben auch Musikvideos, die hier gedreht worden sind. Zum Beispiel von Deichkind, so eine Musik, das ist ein total tolles Lied. Macht mega viel Spaß. Und, oder von den Goldenen Zitronen, das Video, was eben, ich glaube, dieses Jahr hier gedreht worden ist. Das ist dann, zeigt eine gewisse Vielfalt eben auch, wie lebendig dieses Haus ist. Ab 1972 wurde dann dieser Bereich hier für das Thalia-Theater genutzt. Und wurde als zweite Spielstätte für das Thalia-Theater genutzt, für experimentelles Theater. Genau. Und hier sieht man zum Beispiel diesen separaten Arteneingang. Hier sehen wir das Schild noch vom Thalia-Theater mit den Anschlägen, der Informationen, was gerade gespielt worden ist. Und hier sehen wir dann einen Blick auf die damalige Bühne, wie sich die Situation in diesem Bereich abgebildet hat. Ich würde sagen, für mich war wahnsinnig spannend, erstmal zu fragen, wie hat die erste Sammlungspräsentation ausgesehen? Also wie hat das Museum ausgesehen, als man hier 1869, übrigens ganz interessant, hier vorne noch über einen Seiteneingang, unseren heutigen Shop, ins Museum kam. Was ist präsentiert worden? Wie ist es aufgeteilt gewesen? Welche Gemälde waren präsentiert? Und das relativ wenig Forschung bislang geleistet worden, also da hatte ich noch einiges zu tun und habe mich durch die zeitgenössischen Zeitungsartikel der Zeit gewühlt und habe nachgeguckt, was ich finden konnte und ich finde es sehr spannend, dass unsere erste Sammlungspräsentation eben ganz anders ausgesehen hat als beispielsweise Sammlungspräsentationen in Berlin oder München. Wann letzte Mal besuchen Sie Kunsthalle? Ja, die Kunsthalle, muss ich jetzt überlegen. Ich bin ja, da ich auch noch Büros in anderen Teilen der Welt habe, bin ich natürlich nicht so oft in Hamburg. Aber wenn ich in Hamburg bin, besuche ich gern die Kunsthalle. Ich glaube, das letzte Mal war gar nicht in diesem Jahr, sondern ein Jahr davor. Und ich würde viel lieber mehr Zeit haben, dass ich solche Dinge mehr machen kann und weil das immer bereichernd ist und einen den Horizont noch weiter öffnet. Ja, und sagen Sie bitte vielleicht, welche Architekturstil hat sich beeinflusst oder ja, welche Architekturstil mögen Sie gerne? Ja, ich bin ja eher ein moderner Mensch und deswegen mag ich eben die Moderne vom Bauhaus. Da gab es ja auch jetzt 100 Jahre Bauhaus. Und die Philosophie vom Bauhaus gefällt mir sehr gut, weil die ganzheitlich ist. Also die Architekten im Bauhaus haben Häuser entworfen, die haben Mode gemacht, die haben Möbel entworfen. Und genauso tue ich das heute auch. Also ich mache nicht nur Architektur, sondern ich mache Produktdesign. Ich habe auch mal Mode gemacht und dieses Ganzheitliche begeistert mich sehr. Dann gibt es noch natürlich einige Architekten, die meine Lieblingsarchitekten sind, von Bauhauses Mies van der Rohe. Oder ich mag auch Oskar Niemeyer, der dann in Brasilien gearbeitet hat und mit 104 ist er gestorben, hatte noch 70 Leute im Büro. Mhm. Mit 101 hat er geheiratet. Und das habe ich mir jetzt auch vorgenommen. Und ja, möchte ich fragen, warum möchten Sie Architekt werden? Weil ich habe so gelesen, möchten Sie auch Fashion Designer werden? So, möchten Sie etwas Globales wirken? Oder? Nee, das war eigentlich ganz lustig, wie ich auf Architektur gekommen bin. Als ich mein Abitur gemacht habe, da
hatte ich irgendwie das Gefühl, ich kann gar nichts richtig. Und habe dann überlegt, was kannst du denn studieren? Und dann habe ich gesehen, in Kunst war ich nicht schlecht. Da habe ich gesagt, vielleicht was Künstlerisches. Und dann habe ich mich beworben für Werbegrafik hier in Hamburg und für Architektur in Braunschweig. Und dann habe ich von beiden eine Zusage bekommen zum Studieren. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Dann habe ich eine Münze geschmissen und das fiel auf Architektur. So bin ich Architekt geworden. Das ist so eine interessante Entscheidung. Und natürlich möchte ich sagen, dass ich auch Künstlerin bin. Ich möchte, dass wir ein bisschen schauen, wie habe meine ungewöhnliche Kunst produzieren. So, schauen wir mal. Ja, gerne. So, haben Sie Video geguckt und das ist ein Resultat. So, was finden Sie? Ja, das ist wunderbar. Ich liebe das Bild. Können wir das in deinem Architekturbüro benutzen? Das passt, weil das eben geometrisch ist. Das ist einmal architektonisch. Alles und klar. Es ist gebrochen von der Natur. Gefällt mir gut. Das ist gewaschen und gemangelt wird. Gewaschen und gemangelt. Ah. Ja. Und so, erzählen Sie bitte, welche ungewöhnliche Erfahrung haben Sie in deinem Leben? Ich erlebe ja viel in meinem Leben. Ich habe also ein reiches Leben, dadurch, dass ich immer mit verschiedenen Kulturen arbeite und reise. Und da gibt es immer Begegnungen, die skurril sind, ganz witzig sind und ich brauche das heute fast schon. Ich muss immer andauernd was erleben. Also da sind viele Geschichten. Wollt ihr eine Geschichte hören? Oder? Ja, was beeindruckt so am besten? So? Ja, ich wollte gern einmal in Abu Dhabi arbeiten. Und dann hat man mir gesagt, wenn du in Abu Dhabi arbeiten willst, musst du irgendwie den Scheich kennenlernen. Da habe ich gesagt, wie kann ich den denn kennenlernen? Ich habe gesagt, ja, es gibt immer im Emirates Palace am Donnerstag eine große Konferenz und da ist der Scheich. Und wenn der Scheich fertig ist in der Konferenz, geht er immer ganz schnell zu seinem Auto und fährt im Palast. Und dann musst du dich so hinstellen, dass der Scheich dich sieht. Sag ich, wie? Und dann habe ich das mitgemacht, das erste Mal gelaufen, mich hingestellt. Und der Scheich war aber immer schneller. Der flitzte und immer 20, 30 Kameraleute hinter ihm her. Und das habe ich 3, 4 Mal gemacht. Und einmal hat er mir in die Augen geguckt, der Scheich. Und sagte, komm mit im Palast. Dann bin ich mit rein in sein Auto und er ist ganz schnell gefahren in seinen Palast. Und in seinem Palast ist es ein ganz großer Raum und am Kopf sitzen 5 Plätze. Er sitzt in der Mitte und an den Flanken hat man 50 Meter links, rechts
ganz lange Bänke und da sitzen alle Besucher, die irgendetwas wollen vom Scheich. Mhm. Also da waren vom englischen Königshaus Leute, da waren Vorstände von Siemens, oder die Araber, die etwas von dem Scheich wollen. Und dann rückt man immer einen Platz vor, bis man irgendwann bei ihm angelangt ist. Und dann saß ich plötzlich neben dem Scheich und sagt er zu mir, was willst du denn? Dann habe ich eine Idee von einer Oyster gehabt, wie man eine Oyster bauen kann ins Meer. Ja, ich habe gesehen, das wie ein Ei, ja. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gern diese Oyster bauen. Dann sagt er zu mir, du träumst, ne? Sag ich, ja, ich träume viel, aber meine Träume werden immer wahr. Und dann hat er gesagt, du guckst zu viel Walt Disney. Sag ich, Walt Disney gucke ich auch, inspiriert mich. Und dann hat er gesagt, hast du Angst vorm Sterben? Sag ich, es kommt drauf an. Dann hat er gesagt, hast du Angst, AIDS zu kriegen oder krank zu werden und so? Und dann sag ich, das kommt drauf an. Und dann hat er gesagt, er hätte 5 Grundstücke überall in Afrika verteilt, ob ich für ihn dort was arbeiten kann. Da habe ich gesagt, kann ich machen, aber hast du nicht irgendein Grundstück in Europa? Und dann gab es ein Grundstück in Georgien. Dann bin ich nach Georgien gefahren. Und als ich da raus wollte, kam diese russische Invention, dass da so ein Krieg startete. Ich bin noch mit Glück rausgekommen. Dann bin ich wieder zum Scheich, habe gesagt, das machst du nicht nochmal mit mir. Mhm. Ich will jetzt etwas haben in Abu Dhabi. Und dann habe ich die große Universität gebaut. Und ist das immer passiert, ja? So reisen Sie viel und das ist immer neue Geschichte. Ja, ich bin nach Russland gereist und dann wollte ich dort arbeiten. Dann ja? Habe ich dort, wurde ich bekannt gemacht mit der Frau von Herrn Luschkow, Frau Batorina. Mhm. Und dann habe ich mit ihr geredet und dann haben wir ein Joint Venture gemacht und ich habe ein Büro dort mit eröffnet und in Moskau gearbeitet. Super. Ich habe in Indien gearbeitet und habe letztens besucht das teuerste Einfamilienhaus der Welt in Mumbai. Das ist 180 Meter hoch für 5 Personen. Und die Familie hat aber 500 Angestellte zum Kochen, Bügeln, sauber machen. Und das ist das teuerste Einfamilienhaus der Welt. Ein ganz interessantes Gebäude. Und dort habe ich einen Vorschlag gemacht, wie man etwas dort verändern kann. Also man erlebt so einige Extreme, wenn man so viel rumkommt auf der Welt. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie ich in eine mongolische Jurte übernachten habe. Wenn du keine Zeit für eine längere Reise hast, mach doch mal einen kurzen Urlaub in deine Stadt. In der Nähe von Hamburg gibt es ein paar ungewöhnliche Orte zum Übernachten. Heute, das ist eine mongolische Jurte. Mein Name ist Aurora Dinglinger, ich komme aus der Mongolei und ich lebe in Deutschland seit 2001. Wir vermieten die mongolische Jurte seit 2011 und wir vermieten durch Airbnb erfolgreich seit 2011 auch. Und wo haben Sie diese Idee gefunden? Mein Mann möchte gerne im Garten immer einmal Jurte haben und dann sind wir bei meinen Eltern gefragt, ob sie bei uns Jurte schicken können. Und dann mein Vater hat gesagt, okay, ich schenke euch eine Jurte für eure Hochzeit, weil wir haben noch nicht, gar nichts geschenkt hat. Und Mongolei ist sehr üblich, traditionell, wenn Kinder wird geheiratet, die schenken eine Jurte. Der Jurte ist etwas Besonderes, es ist eine Unterkunft, es ist ein Haus, Häuschen und das symbolisiert dich als Unterkunft.
Die Jurte besteht von Holz und Tiermaterial. Genau, die nomadische Tierhaltung. Ne? Das bedeutet eine orange Farbe oder das ist das typisch für Mongolei? Oder? Ja, die ist ein bisschen übliche Farbe, aber ist nicht bedeutet besonders. Gibt's, die Basic-Farben sind verschiedene. Kann man auch rot haben oder blau haben. Und die Jurte wird in Mongolei immer noch ganz viel benutzt, immer noch in Ulaanbaatar, Hauptstadt. 40% von Menschen, die leben immer noch in Jurte. Als Fotoshooting-Ort wird benutzt. Viele Firmen buchen das. Und einmal war ein Fotoshooting, dass die Model mit drei echten Wölfen hier gedreht worden. Harry Potter Schauspieler ist auch schon hier eingeschlafen. Ansonsten, unsere Gäste sind auch sehr international. Sie kommen meistens von Benelux und Skandinavien und auch ganz viele jüngere Leute, Gruppen, vier Jungsgruppe, Mädelsgruppe oder Studenten, die benutzen nur Winter. Winter haben wir haben nur Wochenende Gäste. Genau, wir bieten kein Essen, gar nichts. Ich möchte darauf hinweisen, dass es heute in einer Jurte sogar bei 30 Grad kühl ist. Dies liegt am speziellen Material. Es gibt drei Schlafplätze in einer Jurte. Ich habe sie alle drei getestet und ich fühle mich wie eine russische Prinzessin. Toiletten und Waschräume sind in der Nähe. Leider gibt es hier kein Frühstück. Darum muss man sich selbst kümmern. Und es gibt 200 Meter entfernt ein Schwimmbad mit wunderschönem Blick auf die Elbe und einem Leuchtturm. So, habe ich noch eine Frage. Was Ungewöhnliches haben Sie gegessen? Was Ungewöhnliches, das muss ich überlegen. Aber ich habe gestern Abend sehr schön asiatisch gegessen. Das war ungewöhnlich? Das war eigentlich nicht ungewöhnlich, obwohl der Kottfisch, der war schon, den esse ich sonst nicht so oft. Ich glaube, er ist mit Honig obendrauf gesehen. Also der ist sehr empfehlenswert. Dann können wir nächstes Video ein bisschen gucken, wie ich in einem ungewöhnlichen Restaurant gegessen habe. Heute ist das moderne Mädchen schon lange daran gewohnt, allein zu speisen. Nicht, weil es niemand gibt, weil man sich selbst großartig ist und Spaß macht, wie heute in einem ungewöhnlichen Restaurant. Essen kommt ihr über die Schienen angefahren, landet da vorne. Ihr dreht das für euch hin, nehmt den Topf oder das Getränk raus, die leere Halterung schiebt ihr weiter, die fällt dann nachher da in die Tonne rein, also so rein. Aha. Und hier unten habt ihr Teller, Gläser, Besteck, alles da. Oh, wow. Alles klar. Dieses Restaurant ist sehr bekannt, weil es dort ein futuristisches Bestellungssystem mit Erlebnisgastronomie gibt. Das großflächige Schienensystem versorgt euch nicht zum verlässig mit leckerem Essen, sondern es sieht auch noch spektakulär aus. Man kann dieses Bestellungssystem auch kreativ nutzen. Zum Beispiel für einen Blumenstrauß oder einen Ring für deine Angebetete. Ganz gleich, ob beim ersten Date oder für einen Heiratsantrag. Ich habe mich gefreut, mit mir essen zu gehen, zu träumen, die Technik gesehen zu haben. Und gehe jetzt zufrieden nach Hause. Mit uns war heute ein sehr bekannter Architekt Hadi Terani. So, herzlichen Dank, Hadi, für Ihren Besuch. Vielen Dank. Danke. So, ich möchte unsere Show beenden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben das alles für euch gemacht. Folgen uns bei Instagram.
Show Blondie Hamburg.